Locked and Loaded und herzlich willkommen zu Nach dem Intro geht es sofort los. Und damit nochmal herzlich willkommen zu SpongeBob Schwammkopf Schlacht um Bikini Bottom. Ich freue mich, dass ich jetzt endlich wieder aufnehmen kann, denn ich war in den letzten Wochen ein wenig verhindert am Rumkränkeln. Hätte ich was erzählt, ihr hättet es nicht verstanden. Und deshalb geht es jetzt erst weiter mit SpongeBob Schwammkopf Schlacht um Bikini Bottom. Und wir haben ja in der letzten Folge, haben wir die Quallenfelder abgeschlossen. Elfanwände haben wir, das heißt, wir können jetzt nach Bikini Bottom in die Stadt, denn wir haben 5 Stück. Wir könnten auch schon eins weiter, glaube ich. Da hinten brauchen wir, glaube ich, nur 10 für. Aber wir gehen natürlich der Reihe nach, so wie sich das gehört. Unterhosen haben wir alle. Wie viele Socken haben wir? 7. 10, glaube ich, brauchen wir. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal hier rein. Schön in die Innenstadt von Bikini Bottom. Die Innenstadt von Bikini Bottom, einst eine pulsierende Metropole, nun eine im Chaos versinkende Stadt. SpongeBob! Oh, die Roboter zerstören die Innenstadt von Bikini Bottom. Wir müssen alle evakuieren. Gut, aber es wird eine Weile dauern, den ganzen Staub aufzusaugen. Nicht Vakuum, sondern evakuieren. Wir müssen alle in Sicherheit bringen. Sollen wir sie mit den Booten wegbringen? Das ist keine gute Idee. Wieso nicht? Weil die Roboter alle Steuerräder gestohlen haben. Können wir nicht einfach geradeaus fahren? Nein, es gibt einfach zu viele Kurven. Diese Teufel, sie haben alles durchdacht. Keine Angst, Mrs. Puff. Ich werde die Steuerräder zurückholen. SpongeBob, immer wenn du helfen willst, habe ich Angst. Aber egal, solltest du es schaffen, werde ich dir einen goldenen Pfannenwender geben. Wie wäre es stattdessen mit einem Führerschein? Netter Versuch. Also Mrs. Puff ist so ein bisschen irgendwie auf Droge, habe ich so das Gefühl. Hat diese Augen und, boah, ist ja voll doof, ey. Also Steuerräder, das sind die da oben. Ja, das ist der SpongeBob-Ball, der Schwammball, genau so heißt das Ganze. Damit kann man mich durch das Tor da vorne rollen. Mal wieder bei der schwammigen Steuerung werden. Komm da. Seit 3 Jahren unangefochtene Nummer 1 im Jagen von Bösewichten in Bikini Bottom. Danke. Hier. Ach du Scheiße. Au. Genau meine Größe. So, danke. So, dann mischen wir jetzt. Dann wäre mit Patrick natürlich einfacher. Da haben wir hier eine Bushaltestelle. Bestimmt irgendwo, oder? Keine Bushaltestelle in der Nähe? Das ist natürlich doof. Weil so kriegt man das gar nicht hin. Als SpongeBob schaffen wir das nicht. Also, bestimmt. Aber, oh, ich kann ja die Unterhose einsammeln. So. Ich fühle mich wie ein Kommen wir da hoch. Schwamm. Mussten wir das denn machen? Irgendwie alle Schalter drücken, dann passiert irgendwas und dann. Aha. Okay, ich verstehe. Aber man muss irgendwie so, dass das. Ah ja. Dass er da oben gegenfliegt. Ja, genau. Okay, das kriegen wir doch hin, oder? Wow, der kommt. Ja, gut. Ja, wenn diese Kamerasteuerung nicht so komisch wäre. Mann! Ja, gut.
Nummer 1. Autsch. Ach, come on. Jetzt aber. Nummer 2. Wow, schade, ich dachte, es wäre knapp. Nummer 3. Ne, Nummer 4 meine ich. So. Bing. Ja, Glut. Glut. Voll Glut. Muss man dann nur noch irgendwie... hoch. Und haben es geschafft. Jawohl. Der erste heute. Ging doch mal schnell. Keine 5 Minuten. Ja gut, ein bisschen mehr als 5 Minuten, aber ist egal. So. Dann müssen wir gucken. Dann müssen wir jetzt diesen Schwammball benutzen. Ui. Machen wir sofort. Das ist ein bisschen zu viel Lippenstift hier. Schwupp. Ich bin Rolltaste. Oh. Das war aber knapp. Oh je. Yeah. G-Love oder Glove. Führe einen Seifenblasenstampfer aus, um ihn zu besiegen. Schaffen wir. Ist auch nicht so schwer. Irgendwie glaube ich, dass er keine Hand braucht. Ich würde gerne mittanzen, aber klappt nicht. Schwupp. Ach. Autsch. Okay, das ist gar nicht mal so schwer. Gar nicht mal so leicht. Das müssen wir normal machen. Manchmal ist das simple Drücken eines Schalters das Wunderbarste. Drück. So, Checkpoint. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, von wo die Sachen geflogen kamen. Ach, da oben. Ja. Kriegt man bestimmt auch irgendwie hin. Überall passiert hier was. Hilfe. Hier passieren Sachen. Okay. Ich komme damit noch klar, irgendwann. Jawohl, drüber. So, Umzug. Gestoppt. Ich dachte, es wäre jetzt wieder aufgegangen. Hallo, Robo. Care. Zack. Kravusch. Jo. Ah ja, aber diese Donner, die Stickies. Nein. Da hinten steht Blubberfreund. Blubberbernd. Diese Tür ist von innen verschlossen. Wer tut nur so etwas? Oh, gute Frage. Muss mal gucken, ob wir da irgendwie drauf kommen, oder? So schön. Kann's nicht nehmen. Oh Gott. Also das sind diese komischen, ja, Gasdinger da, ja. Oh Gott. Hilfe! Ah. Boah! Echt jetzt? Das kann jetzt nicht wahr sein. Oh, bleib doch stehen, bleib stehen. Och, komm, egal.
Wir brauchen einen Spongeball. Da ist ein Spongeball, ein Schwammball. Ja, Schlöcher. Okay. Genau meine Größe. Die sollten wir vielleicht erstmal kaputt machen, dann können wir auch weiter. Den habe ich gar nicht gesehen. Gut. Jetzt mit dem Ball. Ja, ist da schon wieder einer. Ja, und warum? Darum. Hi, Gary. Wow. Danke, dass du Notiz davon genommen hast. Ich habe schwer dafür gearbeitet. Wow. Nicht fertig? Aber dort ist ein goldener Pfannenwender auf der Straße. Bedeutet das nicht... Wow. Oh, ist das der Zugang, der zum Leuchtturm führt? Aha, da ist ein weiterer goldener Pfannenwender. Den kann ich gebrauchen. Wow. Ich soll Sandy holen, damit sie mir hilft? Ich kann doch... Miau, miau. Oh, das ist zu weit. Okay, ich werde bestimmt nicht rüberspringen können. Wie kann man nur da rüberkommen? Oh, oh, mehr Roboter. Heiliger Kalamari, das werde ich nie schaffen. Okay, okay, ich hole Sandy, damit sie mir hilft. Ja, weise Entscheidung, mein Freund, weise Entscheidung. Gut. Das heißt, wir sehen jetzt das erste Mal Sandy in Action. Hoppala. So und so. Welcome, Mrs. Cheeks. Fliegen. Genau, man kann fliegen mit Sandy. So. Ja, man sollte halt nur noch wissen, wie es funktioniert. Ja, man sollte es halt schaffen. Ach so, jetzt ist hier natürlich der Zaun kaputt. Ist ja klar. Gerät wurde ja weggesprengt, ne? Mann. Mich nerven die Laufgeräusche von Sandy so ein bisschen. Auch hier drüben. Yep. Und Checkpoint. Und? Sandy kann einen Schlag machen, indem du... Ja. Kaputter Tiki nach Texas Art. Ach so, das, ja. Genau, das nur können wir auch. So schnell schlagen. Sandy kann ein Objekt... Ach so, das haben wir ja gerade... gesehen, dass wir das machen können. Butsch, butsch. Und nochmal zur anderen Seite. Zack. Kaputt. Jetzt habe ich nicht gelesen, was sie wollte, aber das kennen wir ja auch schon. Kann ich mal so machen. Also wir können uns da dran hangeln, das ist gar kein Problem. Sandy kann mit ihrem Lasso auch die Roboter kaputt machen. Natürlich kann sie das. Kaputt. Wo kommen diese komischen Geräusche her? Ah, das ist so eine Maschine. Okay, ja, gut. Das hätte schief gehen können. Genau wie das. Wupp, und die Kiste geöffnet. Und dann holen wir uns jetzt den Pfannenwender. Der erste für Sandy an dieser Stelle. Ja, auf jeden Fall. So sieht es aus. Und dann haben wir hier den Ausgang, über den wir auf die Dächer der Innenstadt gelangen. Und das, liebe Freunde, machen wir in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt es in die Kommentare. Sagt mir, wie ihr das mit dem Intro findet. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann, euer Teddy Gun. Habt einen schönen Tag und ciao. Lock and load.